Moin, liebe Leute, Alphan hier, die Schreckenslegion. Der letzte Endboss, kann man so sagen. Der letzte Quest, der zur Verfügung steht bei Wayfinder. Ich habe sie solo geschafft. Ich zeige euch einmal hier kurz mein Equipment. Ich habe die Sturm. Kann ich nur mega weiterempfehlen. Die Waffe ist mega krass. Super stark, auch mit Windgrave. Meine Accessoires sind auf Waffenkraft eingestellt. Genauso wie die Echos. Bei den Fähigkeiten habe ich strahlender Puls auch voll gemacht. Ein gerechter Schlag ist 2 von 3. Affinitäten habe ich nur einmal das getestet. Man kriegt hier so wenig. Genau wie bei den anderen. Also dafür verballert ihr ziemlich viele Ressourcen, dass ihr sehr wenig dafür bekommt. Bei der Meisterung habe ich Scharfschützenschläger, also Fernkampfschütze aktiviert. Und jetzt gehen wir einmal hier rein. Minen und hier die Schreckenslegion. So, dann machen wir Matchmaking aus und dann treten wir hier bei. Dann machen wir kurz auf Stopp, weil die Ladezeiten können manchmal ein bisschen mehr in Anspruch nehmen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir hier vor dem Ding und jetzt wird euch auch die Grundmechanik erklärt, wie ihr den Boss besiegen könnt. Hier, ihr tötet einen Seher. Und dann gibt es den Zombie. Lauft immer ein bisschen weiter weg von dem Radius, weil der noch weiter geht, als es angezeigt wird. Und jetzt öffnet sich diese Tür. Wenn ihr ihn gleich triggert, wird alles glühen und ihr bekommt überall Schaden, seid hektisch und springt einfach irgendwo herunter. Ja, so ist es uns damals ergangen. Ihr könnt euch merken, hier seht ihr das, diese paar Steine. Bis dahin könnt ihr euch ungefähr positionieren und dann geht es noch nicht los. Dann gucken wir uns jetzt hier die Plattform an. Wir prägen uns den Rhythmus ein. Jetzt ist sie weg. Und ich würde sagen, jetzt kann man loslaufen. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Nochmal ein bisschen nach vorne ausweichen. Und zack, wir sind auf der ersten Plattform. Und jetzt geht es los. Was wir tun? Zack. Wir weichen natürlich den Attacken aus. Teilweise sammelt man die nicht ein. Das ist... Also es gibt natürlich auch einige Bugs. Muss man ganz klar festhalten. Umso weiter ihr voranschreitet im Spiel, umso buggiger wird's, ehrlich. Auch Framedrop-mäßig habe ich manchmal Einstürze, das ist echt nicht witzig. So macht ihr das. Macht einen nach dem anderen. Ihr könnt aber auch mehrere auf einmal, wenn ihr besser seid, machen. So. Dann verliert er halt immer sein Schild. Dann weichen wir den Dingern aus. Dup, 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 dup. Zack. So, und jetzt können wir schon einmal raufballern. Wir haben kein Glück. Wir konnten die Phase nicht skippen. Und ich habe das Ding, glaube ich, zu schnell eingesammelt, weil die Zombies kommen leicht verzögert. Haben nochmal Glück gehabt. Ihr seht, hätten wir vorhin noch einen Schuss mehr drauf gehabt. Oh, 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 das habe ich gerade verpasst. Jetzt gehen wir zur nächsten Phase, also zur nächsten Ebene. Da müsst ihr hier hin. Ich kann mal kurz das benutzen, dass wir uns heilen nebenbei. Jetzt seht ihr wieder, das Ding verschwindet und kommt auch wieder. Schön rüberlaufen. Double Jump. Und wir befinden uns auf der zweiten Ebene. Gleiches Prozedere, nur er hat jetzt noch ein paar mehr Angriffsmuster.
schon die Zombies. Wo sind die Seher? Kommt. So. Hallo. Das war jetzt gerade ein schlechter Witz, ey. Ihr seht, jetzt schießt er mehrere Strahlen auf einmal. Einmal einen Tank nehmen. Ich kann mein Schild jetzt gerade nicht zum Heilen benutzen, weil ich sonst die Waffenfähigkeit benutze von Sturm. Die wird nämlich dann automatisch getriggert. So. Oh Mann. Und wie gesagt, das ist teilweise noch buggy, dass man das dann nicht einsammeln kann. Ja, da gehe ich jetzt bestimmt nicht. Autsch. So, ich glaube, wir trinken noch einen, ja. Meine Güte. So, jetzt kommt die dritte Phase, die letzte. Da müsst ihr hier hin. Die ist mega tricky, sage ich euch. Und deswegen haben die meisten auch keinen Bock mehr auf den Boss. Und ich teilweise auch nicht. Ich hoffe, es klappt jetzt. Jetzt müsst ihr hier rüber. Über diese... Jetzt kommt hier das gleiche nochmal. Ich kann hier ein bisschen tricksen mit meiner Ult. So, jetzt befinden wir uns auf der letzten Ebene. Jetzt geht jetzt das gleiche wie davor, nur ist es natürlich jetzt noch schwieriger, den ganzen Sachen zu dodgen. Habt ihr es gesehen, Leute? Ich drehe hier durch. Ich drehe durch. Ehrlich, das ist mitunter einfach so albern. So. Leider kein Dodge eben mehr. Ich lieber noch ein. Ja, das haben wir jetzt eben schnell eingesammelt auf einmal, ne? Ehrlich? Müsste jetzt. Nee, ein noch.
Und wir haben es geschafft. So könnt ihr die Schreckenslegion besiegen, solo. In etwa. Leute, ja, es ist echt nicht einfach. Muss man mal ganz klar anerkennen. Aber so könnt ihr es schaffen. Ich hoffe, dass das Video euch ein wenig helfen kann. Ja. Und ja, wir sehen uns dann im Livestream oder beim nächsten Video. Ihr wisst, ich mache immer mal wieder Guides zu einigen Spielen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, euer Alphan. Ciao, ciao.